Me got the good stuff, man. Hallo lieber Erfolgssammler, Pet- und Toysammler, aufgepasst! Heute geht es um den Erfolg Treasures of Ringing Deeps, Schätze der schallenden Tiefe. Hier in der Zone bekommt ihr ein Toy, zwei Pets, eine 34-Slot-Tasche und zwei blaue Items. Eine Warband Zweihand-Axt und ein seelengebundener Ring für Level 74. Praktisch, wenn man Entzauberer ist und sie entzaubern möchte. Sowie ein paar Gems und ein paar graue Items. Genauso geben einige Kisten Ruf. Ich zeige euch alle Kisten für den Erfolg, wo diese sind und was ihr dafür machen müsst. Eine Sache vorweg, weil es im Early Access so war und sich wahrscheinlich nicht ändert mit dem Release oder durch den Release. Isrin und ich haben zusammen ein Objective gemacht, vor allen Dingen wichtig für Isle of Dawns. Und wir konnten nicht beide gleichzeitig die Kiste looten. Wir mussten einmal das Gebiet verlassen, also ein bisschen wegfliegen und wieder hinfliegen und dann, oder halt ein paar Minuten warten und dann kann man die Kiste looten. Andere Sachen sind halt einmal lootbar eventuell und naja, wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Zählt nicht nur für Ringing Deeps, sondern für alle Gebiete. Es gibt auch noch eine Menge andere Kisten, die man looten kann, die euch über den Weg laufen, aber die haben nichts mit den Erfolgen zu tun. Und diese verschwinden auch wieder nach ein, zwei Minuten, wenn man sie gelootet hat, können aber von mehreren gleichzeitig gelootet werden. Der Erfolg ist accountweit bzw. warboundweit bzw. Kriegsmeute im Deutschen. Nur ein paar Sachen, also zum Beispiel die Gems oder auch andere Sachen, können nur auf einem Char gesammelt werden, um die Kiste dann zu öffnen. Aber ob ihr jetzt alle Kisten auf einem Char öffnet oder auf verschiedenen spielt keine Rolle. Der Ruf, den ihr hier bekommt von einigen Kisten, ist für Assembly of the Deeps, Governant der Tiefen. Es spielt auch keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr die Kisten öffnet. Webbed Bed Knappsack, eingespawnter Ranzen, befindet sich rechts mittig auf der Map in einer Höhle. Hier einfach hinrennen und looten. Ihr seht die Koordinaten hier für die Höhle, für den Eingang. Die Kiste gibt Ruf. Das war's. Cursed Pickaxe, verfluchte Hacke, liegt auf einem Steinhaufen, ist in der Region von Tayloch, gibt die Zweihand-Axt für Level 74. Nebendran liegt der gelbe Shard, Gem, für eine andere Kiste, aber den muss man jetzt nicht einsammeln, aber der liegt direkt nebenan. Vielleicht habt ihr ihn eh schon gesehen. Mundaruts Forgotten Stash, Mundaruts vergessener Vorrat. Die Kiste befindet sich relativ weit im Norden. Die Kiste steht in einer Höhle, einfach reinrennen, looten, Gems und Ruf sind hier zu erwarten. Discarded Toolbox, zurückgelassener Werkzeugkasten. Dieser Kasten liegt im Norden rum, gibt einen seelengebundenen Ring für Level 74, Lava Forged Cogwheel. Entweder man ist ein Zauberer und entzaubert ihn, oder man freut sich über das Gold, wenn man ihn nicht mehr braucht. Water Locked Refuse, durch Nester Unrat. Befindet sich im Norden in einem Wasserfall auf der mittleren Ebene, also nicht ganz unten und auch nicht ganz oben. Diese Kiste gibt Ruf. Scary Dark Chest, unheimlich dunkle Truhe. Ich konnte sie looten, kann sein, dass sie ein Puzzle hat. Hinter der Kiste Kerzen anzünden. Die Kiste hat ein Pet namens Oplayax. Kaya Cola Machine oder auch einen Getränkespender. Dieser steht in dem Haus, gibt eine 34-Slot-Tasche. Diese ist Warband-bound, Kriegsmeuten gebunden. Und die Reihenfolge hierfür ist 3, 4, 1, 2 oder auch Boom geschrieben, wenn man auf die Buchstaben der einzelnen Getränke achtet. Es geht um den Anfangsbuchstaben. Habe ich aber auch schon erwähnt in einem Short. Yep, ihr braucht diese Kiste für einen Erfolg. Oder eher den Kühlschrank. Forgotten Treasure, vergessener Schatz, befindet sich in einer Höhle. Die Höhle liegt hinter einem Wasserfall. Der Schlüssel kommt aus einer Kiste, die nebendran steht. Hier gibt es ein tolles Spielzeug namens Sovereign's Finery Chest. Kiste aufstellen, draufklicken und sich über verschiedene Verwandlungen und Transmog freuen. Hier steht, by the way, mehr als eine Kiste rum, die man noch looten kann, falls es nicht die erste Kiste ist, die euch den Schlüssel gibt. Dusty Prospector's Chest, Truhe der verstaubten Ausgrabungsleiters. Diese Kiste braucht 5 verschiedene Gems, Shards,
Einen davon habe ich bereits erwähnt, den gelben. Sammeln wir erstmal die Gems und dann gehen wir zur Kiste. Ich erwähne einfach nur die Farben und nicht den genauen Namen der Gems. Gelb liegt bei der Axt in der Nähe. Koordinaten sind eingeblendet. Hier seht ihr den lila Shard. Hier seht ihr den grünen Shard. Hier seht ihr den roten Shard. Hier seht ihr den blauen Shard oder Gem. Hat man alle 5 Gems gesammelt, kann man in die Stadt Gundagas gehen. Dort in dem Gebäude, wo auch die Belohnung für das Maschinen-Event zu finden sind, beziehungsweise der Anmelder dafür. Dort geht ihr rein, lauft durch bis nach unten und dann kann die Kiste gelootet werden. Diese gibt ein paar Gems und Ruf. Dislodge Blockade, gelöste Blockade, ist ein Gitter im Wasser verbunden mit einem Puzzle. Dank WoW Head Kommentar, auch verlinkt, gibt es eine einfache Lösung. Ich habe diese nachgespielt. Ist hier auch eingeblendet. Kiste gibt ein Blatt namens Blightbud und Ruf. Jemand hat außerdem auch eine Wiegaura dafür gemacht. Die verlinke ich euch unten auch. Macht was auch immer ihr wollt mit dem Puzzle. Dann starten wir doch mal das wunderschöne Puzzle. Nun, das waren alle Kisten aus dieser Zone. Nun habt ihr einen Erfolg, wenn ihr sie alle gesammelt habt. Viel Spaß dabei, den Erfolg zu machen. Viel Spaß mit den Pets, viel Spaß mit dem Spielzeug, dem Ruf, whatever. Alles, was ihr gelootet habt. Eure erfolgreiche Trollelfe. Bis zum nächsten Mal. Good luck, friend.